Passagiere für den ersten Stock, Gateway 1. Und da sind wir wieder zu Cursed. Wir haben gerade mal besprochen, wo wir hin müssen. Wir wissen es. Wir müssen in den zweiten Stock. Ja. Wo ist der zweite Stock? Das Gate ist nun offen. Da. Tada! Ich habe Angst, da war die Kleine. Ist hier noch... guck mal, da ist auch noch was. Diese Vertiefung sieht wie eine Krone aus. Ich hoffe, ich finde etwas Ähnliches im Haus. Ein Diadem? Vielleicht? Eine Krone vielleicht? Ein Diadem nicht? Diddim. Na gut. Diddim. Ich dachte, wir können da hoch. Kommen wir nicht da hoch? Ah. Dum, 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 dum. Siehst du? Hi. Don't be afraid. I will not harm you. It is I, your Justin. Don't you recognize me, Valhari? What? What did you call me? That's not my name. You've mistaken me for someone else. I don't understand a single thing you are saying. Who are you? And what has transpired here? You don't remember anything. I, alone, am the guilty author of your evil fate. Everything could have been quite different from what it is now, had I not been so thoughtless all those many years ago. Thoughtless? But what is done is done. Dangelos. And cannot be undone. And everything that has transpired here is my fault. Du Arsch, du. I simply want to find my fiancé, Albert. Mm-hmm. What happened to him? Have you seen him? You cannot help Albert without bringing harm upon yourself. I implore you, you must go as far away as you can, right away. And please, oh please, forgive me, Valhari. Das schon gar nicht. Das ist gar nicht mein Name. Ich heiße weibliche Protagonistin. Nein, Mrs. Obvious. Mrs. Obvious. Albert Obvious. Das ist er. Du bist nicht Albert. Ich heiße auf jeden Fall nicht Valerie. Du heißt Mrs. mit Vornamen. Mrs. Valerie heiße ich nicht. Obvious. Mrs. Obvious. So, was ist hier gerade passiert? Der ist gar nicht so angsteinflößend. Der war ja ganz nett. Das ist der Justin. Das ist so. Vor allen Dingen, ich bin dein Justin. Das finde ich ja auch. Ich bin dein Justin. Bieber. Oder was? Was ist das? Der Deckel des Buchs hat eine federförmige Vertiefung. Ich dachte, das wäre ein Blatt. Feder. Okay. Ich habe übrigens gerade verstanden, if I haven't been so thoughtless. Wenn ich so furzlos gewesen wäre. Ja, wenn eben. Ich nicht so furzlos gewesen wäre. Ja, du musst aber mal schauen. Ich muss in diesen Beutel schauen. Eventuell ist etwas Interessantes darin. Ja, dann guck doch rein. Ich muss in diesen Beutel schauen. Klar, wir müssen immer alles aufschneiden. Wir können nicht einfach irgendwas aufmachen. Das ist kein Messer, das ist ein Beutelschneider. Ein Drachenkopf. Ein Drachenkopf. Das ist mein Text. Entschuldigung. Was ist das da? Das ist eine Fleur de Lis. Ich benötige einen Schlüssel, der wie eine Lilie geformt ist. Ist das eine Fleur de Lis? Nee, ist es nicht. Entschuldigung. Was ist eine Fleur de Lis? Das ist dieses Symbol aus der Romantik oder so. Das sind so Musketiere und so hatten der. Das gab es irgendwie auf jeden Fall so ein französisches Symbol. Kann ich dir mal zeigen irgendwann. Okay, wir haben einen Drachenkopf. Was sollen wir mit einem Drachenkopf? Hier vielleicht hin? Was ist das denn? Das ist ein Waldschrat. Das Gemälde gibt es sogar, glaube ich, wirklich, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt und wo es hängt. Da fehlt ein Stück. Jetzt noch mehr. Jetzt nicht mehr. Hat er eine Muschel im Mund oder was das? Nee, das sind Pilze. Eine Schwertscheide. Du hast Scheide gesagt. Vielleicht finden wir auch noch ein Schwertpenis. Nein, ich weiß, was eine Schwertscheide ist. Das ist doch keine Scheide. Eine Schwertscheide ist doch das, was Schwert reinkommt. Nein, natürlich reinkommt. Ist das nicht eine Schwertscheide. Das ist eine falsche... Eine Schwertscheide. Das die Frau hat, die weibliche Protagonistin hat keine Ahnung von Waffen. Das ist ein Schwertknauf und ein Schwertgriff. Knauf. Mit einem Handschutz. Du willst was über die Statuen Einige sagen? Einige der Statuen in diesem Zimmer sehen trotz ihres Alters noch intakt aus.
kriegen die sonst Falten, wenn die alt werden oder was? Früher war ich eine bessere Statue, Rüstung. Heute bin ich nur noch klapprig und mache Krach. Und ich habe so viel abgenommen im Alter. Die hat ein bisschen abgenommen. Und die ja, die hat kompletten Oberkörper abgenommen. Einige ja, das haben wir schon. Ja. Guck mal, ein kopfloser Drache. Guck mal, schlechte Bau, Fusch am Bau, das ist Sauerei. Ich wäre fast in das Loch gefallen. Jetzt nein, wärst ich du Weg nicht. Wir auf haben die nur hier hingeguckt. Zu kommen. Ja, es ist halt... Wir haben nur hier hingeguckt, ich wollte den, du nicht Kopf, da. Den Drachen anfassen, der vor dem Loch ist, wäre aber fast hineingefallen. Da. Ja. Höllisch. Das ist so... Was? Hussa. Nochmal. Der Drachenkopf muss an seinen richtigen Platz gesetzt werden. Ach, nicht hier am Hintern. Okay, Entschuldigung. Badam. Cool, guck mal. Da drüben ist das auch passiert in der Verkleinerung. Ja, das stimmt. Das ist aber lustig. Also. Also da so. Ungefähr. Hier so. Ich glaube, jetzt kommen Special Effects. Guck mal, da ist was in der Kerze. Ja. Klick den Drachen an. Nein, ich trau mich nicht. Klick den Drachen an. Piep. Was machst du? Wenn, dann musst du da Piep machen. Piep. 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 Oh! Eine Krone! Etwas, guck mal, das was ist so was Ähnliches wie eine Krone, meine ich. Es erinnert mich an etwas, aber an was? Vielleicht an eine Krone? Die Frau ist zukünftige Alzheimer-Patientin. Darüber macht man keine Witze. Was habe ich vergessen? Ich kann nicht auf die andere Seite springen. Das vielleicht hast du könnte vergessen. Ich einen der Balken, die er aus der Wand tragen, über den Abgrund legen. Was? Ja. Ach, das geht auf einmal. Andere Dinge gehen nicht. Aber das, wie wär's mit dem? Axt. Den da. Der Balken ist zu hart. Mit der Axt kann ich ihn nicht spalten. Vorhin hat sie noch ich behauptet... Ich wollte ihn schieben, nicht... Was stimmt denn mit dir Vorhin nicht? Hat sie noch behauptet, alles was aus Holz ist, könnte sie mit der Axt jetzt klein kriegen. Und jetzt ist der Balken zu hart. Ich versuch's trotzdem. Der Balken ist zu hart. Mit der Axt kann ich ihn nicht spalten. Na gut. Womit denn dann? Finden wir jetzt noch eine Kettensäge oder was? Atombombe oder Kettensägenschwert. Hier brauchen wir eine Lilie. Ja. Da brauchen wir ein Federblatt. Blatt. Da brauchen wir eine Krone. Tada! Klatsch! Jetzt finden wir ein Federblatt oder eine Lilie. Wetten? Eine Kröte. Oder auch nicht. Eine Säge! Klar! Mit der Säge geht's. Axt geht nicht, aber bevor Säge. Bevor ich aber jetzt hier, ne, gucken wir erstmal. Ja, dieses wunderschöne Teil, was ist das? Eine Bronzestatue. Statuette. Von was? Eine Statuette. Eine Statue von was? Von einem Bronzevieh. Hm. Ein Kopf. Wir könnten aber noch eh nicht. Eine hier, Mütze. Guck mal, Geld. Brauchen wir nicht. Eine Säge ist an solch seltsamen Orten immer nützlich. Man weiß nie, wann man etwas durchsägen muss. Was? Ja, natürlich. Jedes Mal, wenn ich irgendwo hingehe zu Bekannten und Freunden, ich nehme immer eine Säge mit. Ja, wieso sind deine Bekannten an seltsamen Orten? Nee, man weiß nie, wann man eine Säge gebrauchen hat. Liegt immer im Kofferraum. Oh Gott. Klar. Dann sägen wir mal. Das war aber also keine Säge. Also ich würde hier nicht drüber gehen. Das war keine Sägeanimation. Oh, die Oma. Hallo, Dame. His Lordship is wrong, actually, Miss Velhari. You do indeed have the power to help yourself and your Albert. Uh-huh. And all of us. Justin Aldridge fears the fate that awaits you, as he loves you dearly. It disturbs him to see the strength and bravery dwelling in your heart. Ich denke, er liebt uns. But you shall overcome every difficulty you encounter. Be steadfast and proceed forthwith. Wenn der uns liebt, wieso will er dann denn nicht, dass wir das da...
Der hat schon einmal Scheiße gebaut, der baut auch ein zweites Mal Scheiße. Das mit ist uns? Wir können den Schritt der Statue angucken. Oh. Guck mal, und die macht so. Na, na, na. Nein, nein, nein. Na, na, na. Was ist das? Nein, nein, nein. Wir gucken aber. Ja. Ach so, das war das. Jetzt bin ich sichtlich enttäuscht. Ich war jetzt auch ein bisschen enttäuscht. Gut, komm, wir gucken hier die Frau an. Die ist auch nackt. Nee, doch nicht. Da fehlt eine Schwertscheide. Der Umriss einer Schwertscheide. Nein. Nein. Schwertscheide. Was ist das denn? Amulettteil. Ein Teil des Amuletts. Amulettteil. Entschuldigung. Acht. Wir müssen das eh erstmal da legen. Da, warte, ich weiß. Ja, du weißt. Sieben. Passiert jetzt nichts? Nein? Wahrscheinlich nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Na gut. Die Rose nehmen wir auch. Eine silberne Rose. Kann man immer gebrauchen an solch seltsamen Orten wie diesen. Ja, wahrscheinlich. Siehst du? Eine silberne Rose. Sag, kann hier... Doch. Moment, die besser. Das ist der Umriss einer Blume. Eine Rose, um genau zu sein. Hab ich gesagt? Den Fächer hätte ich auch so wegklappen können. Das ist eine Feder, ein Federamulett. Hättest du natürlich nicht, das ist ja nur ein Bild. Guck mal, das ist magisch zurückgegangen. Schmagisch? Eine Feder aus Metall. Wo war die nochmal? Hier. Ah. Die Feder, die wie ein Blatt aussieht. Guck, und da sieht man ganz deutlich, das sind keine echten Seiten. Ein Medaillon, was wie eine Lilie aussieht. Lilie mit Granat. Boom! Mit Granat. Granat, nicht Granate. Oh, da fällt was raus. Nein, hä? Jetzt kannst du den Stab nehmen. Eine helle Barde, sie hat einen langen Stiel. Was habe ich letztes Mal dazu gesagt? So eine helle Barde? Belafonte, genau. Eine Belafonte. Das ist eine Belafonte. Harry. Also, was, ja, 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 genau, genau. Da lang? Was sollen wir hier? Nö. Hey, Mr. Gulliman, Gulliman, Banner. Was sollen wir denn damit? Was sollen wir denn damit? Was sollen wir denn damit? Kommen wir irgendwo immer noch nicht dran? Können wir mit der helle Bade Gartenarbeit verrichten? Wahrscheinlich nicht, aber wir können es versuchen. Hier war wohl einmal ein Weg, aber jetzt ist der komplett zugewachsen. Ich muss die Sträucher zurückschneiden. Zum Brunnen? Wir gehen mal zum Pavillon. Pavillon! Ach, hier sind wir ja noch gar nicht weitergegangen, ne? Ach, nein. Ach, wir gehen erstmal weiter, würde ich sagen. Ich habe das Gefühl, es ist eine Falle. Hoppla, ich habe es kaum geschafft, beiseite zu springen. Ich habe mich fast erwischt. Sie haben mich fast erwischt. Ich muss einen Weg finden, durch diese Pflanzen hindurchzukommen. Was ihr übrigens nicht seht, ich muss das jetzt mal sagen. Immer, wenn er hier schon vorliest, ne? Meine Hand, die liegt hier so. Dann macht er so und hält mich fest. Ich weiß nicht, warum. Warum? Okay, helle Bade. Yeah! Flupp! Das nächste! Nimm dies, du Unschuld! Unhold! Und? Du Unpflanze! Du Unpflanze! Unkraut, nenn das. Unkraut! Braver, brave Gate, Gardener! Braver Gardener sind. Ja, Errungenschaft! Up in the garden! Ach, dann sind da bestimmt noch mehr. Und Spinnen! Schon wieder. Your Lord said that everything that has happened here is his fault. What did he mean? 200 years ago, his lordship adored his beautiful wife and fulfilled her every wish up to the final day of her all too brief life. No. But when she died, death stole not only Mrs. Aldridge, but also our Lord's reason and his very soul. Grief-stricken,
He ceased sleeping, incessantly poring over a set of ancient volumes, obsessed by the idea of bringing his beloved spouse back into the world of living. He ignored his own needs and mistreated his servants. Sadly, in one of his ancient tomes, his lordship read how to create gates to the beyond. He built these gates, using them to summon a demon to our world, and then conclude a dire agreement with that terrible creature. Yet, the agreement didn't help our lord achieve his dream. Instead, it only brought horror and destruction. Also, ich fass mal zusammen. Der Tote erwecken ist nie gut. Justin hat damals mit der mit der Valerie, nennen wir sie Valerie? Wer heißt denn so? Wahrscheinlich neumodische Kindernamen. Valerie. Mit der Val. Die ist 200 Belle. Jahre alt, das ist nicht neumodisch. Ja, aber Val. Also, die Val, und dann ist die gestorben und er hat nekromantisch ein Tor zur Hölle geöffnet. Er hat versucht, sie wieder zu beleben und dabei ist was schiefgegangen. Wie immer. Da ist der Umriss auf der Tür, der mich an einen Wolfskopf erinnert. Ja, toll. Jetzt haben wir die Wölfe verjagt. Wie sollen wir denn das jetzt lösen? Wir sind gleich wieder da. Da sind wir wieder. Hallo. Ich hatte an der Tür geklingelt. Entschuldigung. Wir sind zum Feuermachen eingeladen worden. Ja? Hier bei uns wird man zum Feuermachen eingeladen. Ich brauche einen Schlüssel. Zum Feuermachen? Achso, ja, wir sind im Spiel. Ich bin voll auf der Rolle. Von der Rolle. Auf? In der Rolle. Du kannst auch oben drauf sein, das ist kein Problem. Ein Schaukelpferd. Ein Schaukelpferd, da ist es doch. Das, ja. Schlüssel. Lies mal vor, was hier steht. Ohne Text. Wieso steht da jetzt immer noch kein Text? Keine Ahnung. Jetzt ist da kein Text. Kein mehr. Ach, ich liebe dieses Spiel. Ja. Ich muss ehrlich gesagt sagen, für mich muss ein Spiel überhaupt nicht perfekt programmiert sein. Ich liebe es, wenn Spiele Fehler haben. Ich finde das toll. Oder wenn was Kurioses passiert. Ja, ich mag das total. Also ich weiß gar nicht, warum sie immer alle beschweren, wenn Spiele nicht fertig sind. Ich finde das so gut. Sagen wir es mal so, wenn sie nicht funktionieren und man irgendwann nicht mehr weiterkommt, dann ist es natürlich kacke, aber... Ich brauche einen Schlüssel. Hier ist einer. Ich brauche einen Schlüssel. Hier ist einer. Schlüssel. Ja. Schlüssel. Gut, dann halt nicht. Da gehe ich nicht lang. Das ist dumm. Das ist nicht der Schlüssel, den du benötigst. So, hier vielleicht. Tada. Auf. Oh. Wieso waren das vorher nicht? Ich nehme mal den Haken. Ein Metallhaken. Sowas kann man immer gebrauchen an solch seltsamen Orten. Säure auch. Das sagt sie aber nicht. Das erst ist die Base, dann die Säure. Dass man Säure gebrauchen kann, ist völlig klar. Das muss man nicht extra erwähnen. So. Hä? Säure! Moment. Wir gucken hier drunter und das ist dann, das da ist alles, was wir sehen. Brecher? Oh. Eine Brechstange. Die Gitterstäbe sind sehr stark. Ich kann sie wohl nicht einfach herausbrechen. Dann mach's kompliziert. Ja, kompliziert. Ich würde da ja nicht reinfassen jetzt. Achso, warte, jetzt damit? Achso, klar, die verschwinden. Ich würde hier sehr aufpassen jetzt, wenn du da reingreifst, okay? Das Auge scheint aus einer Statue gefallen. So, da steht jetzt Statue, nicht Statuette. Vielleicht wussten sie bei der Übersetzung von Russischem wahrscheinlich ins Deutsche nicht genau. Vielleicht gibt es ja... Ich habe doch auch keine Ahnung. Ich weiß doch nicht. Wir gehen mal da lang. Das ist der Rote. Noch eine magische Wand. Mehr sagst du dazu nicht? Noch eine magische Wand. Ja, mehr nicht. Wenn du es gerne nochmal hören willst... Brechei, der Deckel des Brunnens ist festgenagelt. Mit bloßen Händen bekomme ich ihn nicht auf. Kommt drauf an, wie lange man da drin rumwerkelt. Also ich würde sagen, man könnte auch das Messer nehmen. Oder guck mal, wir haben eine Axt.
Lass uns die Axt doch des Spaßes halber mal probieren. Der Deckel des Brunnens ist festgenagelt. Mit bloßen Händen bekomme ich ihn nicht auf. Ja, okay. Bitte. Miau. Miau. Da waren aber noch mehr Nägel drin. Ja, das reicht natürlich. Ach so, das waren nur die beiden an der Seite. Ja, nur hier. Da, guck, da ist ein Loch und da ist ein Loch. Und von da waren die. So, und jetzt? Im Brunnen schwimmt ein Eimer, wenn ich nur einen Weg finden könnte, ihn nach oben zu ziehen. Hake? Ah! Yes. Wie von Geisterhand senkt sich der Haken. Oh, und der fällt einfach so dann in den... Einfach so! Also ganz ehrlich, wenn man das in Wirklichkeit machen würde, wäre dieses Teil auf jeden Fall runtergefallen. Auf jeden Fall. Ja. Ich vermute, dass man dieses magische Objekt benutzen kann, um ein Schloss damit zu öffnen. Warum weiß ich, dass das magisch ist? Es hat so schöne Farben. Es ist ein Metallkreuz. Aber es hat so schöne Farben. Dinge mit hübschen Farben sind immer magisch. Wahrscheinlich. Das kann man so für wahrnehmen einfach. Das ist halt so. Yay, ein Puzzle-Time! Ich finde das toll, wenn immer so ein Rätsel aufploppt und es keine Erklärung dafür gibt, was man da machen muss. Ich weiß gar nicht, was jetzt zu tun ist. Ja, aber was soll das denn? Das ist so. Guck mal, man sieht sogar kurz darunter, wie es aussehen soll. Du kannst gerne mitmachen, wenn du willst. So ist zum Beispiel falsch. So auch. Ich glaube, so ist richtig. Warte mal. Hier, das ist der Bart. Ich glaube, das da ganz links, zweite Reihe, kommt ganz nach oben. Links, zweite Was? Reihe. So? Ja, und das da oben drüber, dazwischen? Ja. Sieht aus wie Sporn. Oder auch nicht. Sporn? Wer Sporn, ist Sporn? Der komische Superheldentyp da. Dieser Anti-Held, der eigentlich in der Hölle war. Aha. Hast du nie gesehen? Ich glaube nicht. Der Film hat eigentlich schlechte Wertungen bekommen. Mir hat er aber gefallen. Heißt jetzt nichts. So, beides. Danke. Ich bin gleich fertig. Warte, passt das schon? Ja. Ja. Tada! Tada! Ach, da kann man reingehen. Oh Gott. Wieso erscheint da eigentlich... Das ist auch so geil. Da erscheint eine Hand anstatt einem Pfeil. Warum? Weil sie da reingehen kann. So. Keine Ahnung. Was hast du für Bewegung gerade gemacht? Reingehen. Keine Ahnung. Das da... Also... Ich weiß, das gehört hier nicht her. Die macht aber so eine Hand. So, die macht sogar Hört so. Jetzt auf damit. Ich wette, ich habe diese Silhouette schon irgendwo gesehen. Boah. Wenn ich jedes Mal einen Euro kriege dafür, wenn ich denke, dass ich was gesehen habe. Oh! Wir brauchen ein neues Elixier. Ich glaube, du hast alle drei Elixiere schon. Hä? Achso, nee, wir haben aber keine Flasche, ne? Wir haben doch keine. Wollen wir denn Elixiere? Nee, ist gut, dann habe ich keine Ahnung. Oder müssen wir die neu anordnen? Das kann natürlich sein. Ich brauche eine Fackel. Hier ist an... Hä? Hier sind auch nochmal welche. Ja, ich brauche eine Fackel. Ja, ist ja gut.